Die heutige Sendung wird putzmunter, denn es kommt Yvonne Willix. Aber erst kommen Christine Westermann und Götz Alsmann. Freunde, römerdicke Männer, schöne Frauen, herzlich willkommen zu Zimmer frei. Wer ist heute unser Gast? Unser Gast ist, wie ich finde, eine tolle Frau. Wenn ich mal einen neuen Toaster brauchen würde oder über das Bodenwischsystem nicht Bescheid weiß, würde ich mir sofort eine Sendung mit ihr angucken. Sie macht wunderbare Verbrauchersendungen. Und ich liebe sie aus einem ganz anderen Grund. Sie ist blond und hat eine Brille, oder? Sie hat eine Brille, meine Damen und Herren. Heute zu Gast bei Zimmer frei, Yvonne Willix. Total auf Brillen. Du wirst einen sehr schönen Abend haben. Na dann. Du und ich kann ja auch mal drüber gucken, ne? Da rastest du aus. Jetzt haben wir das auch geklärt. Zum Wohl. Herzlich willkommen. Ich fange mal mit dem Perlgetränk an. Genau. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich total gefreut, bin aber auch ein bisschen aufgeregt. Ja? Ja. Wir auch. Ihr auch? Ach, gut. Total. Ehrlich? Ja, natürlich. Ja, ja, ganz klar. Hühnerfrikassee. Ja, immer ein schöner Einstieg ins Gespräch. Mit allem. So gab es das bei uns zu Hause nicht. Wir haben das immer ohne Erbsen gehabt. Einfach nur mit dem Fleisch und mit der Soße. Und das ist eins meiner Lieblingsessen. Kein Reis auch? Reis schon. Ja. Aber ich kannte das auf gar keinen Fall in diesen Pasteten. Das habe ich erst später kennengelernt, als ich ein bisschen gehoben, aber bei meinen Schwiegereltern zu Hause das erste Mal gewesen bin. Ja. Da gab es an Weihnachten, das hieß dann auch gar nicht Hühnerfrikassee, das hieß... Bagofen. Ja, richtig. Ja. Gut, dass ich das jetzt nicht ausspreche. Ja, da müsste man sich erst noch durcharbeiten durch die äußere Teighülle. Da musstest du dich durch die äußere Teighülle, aber das ist so ein richtiges Kindheitsessen. Das gab's und warum oft. Keine Erbsen, hatte ihr Angst vor Vitaminen? Yvonne, aber das ist auch lecker. Würde Götz sich jetzt von diesem sahnigen Zeug was aufs Hemd? Wie geht's raus? Also ich kann immer so sagen, entweder Schere oder auf jeden Fall immer nur tupfen, nicht reiben. Mhm. Das ist bei fast allen Flecken die richtige Lösung. Ja, ja. Auch, auch Rotwein, ist egal. Ja. Hauptsache du tupfst von dem Tisch. Diese Information hätte ich mir als 15-Jähriger mal gewünscht. Ja, genau. Habe ich meinem Sohn auch sofort beigebracht, lieber Götz. Ach so. Ja, einige aus dem Publikum haben es verstanden. Ja. Die haben auch Söhne, oder? Yvonne, was glaubst du, was passiert, wenn man mit deinem Bild auf die Straße geht und das den Leuten zeigt? Was passiert dann? Was kommt jetzt drauf an, in welcher Stadt? Und nehmen wir irgendeine Stadt im deutschsprachigen Raum. Manchmal sagen die Leute, das ist Sabine Christiansen. Oder Ilona Christensen oder sonst irgendetwas. Also ich werde nicht immer ganz richtig... Erinnert sich noch Leute an Ilona Christensen? Ist anscheinend tatsächlich so. Ich werde nicht immer ganz richtig Wahnsinn. Zugeordnet. Dann gucken wir mal, was passiert ist. Mhm. Na. Ja. Ja, eine Moderatorin ist das, genau. Aus dem dritten Programm, die Haushaltsexpertin. Ja, die Frau Willix ist überall. Die Dame, die macht im ersten Programm solche interessanten Verbrauchersendungen. Und die finde ich sehr toll, weil sie auch kritisch hinterfragt. Es sieht doch nicht so aus, was sie macht, dass das gespielt ist. Von der Reinigungsmittel, ne? Da hat sie uns aufgeklärt, dass man nicht immer das teure Zeug nehmen braucht. Ja, aber ich habe jetzt erst den Smoothie-Check gesehen am Montag, glaube ich, oder wann das war. Wenn Sie diese technischen Geräte testen, das interessiert mich natürlich. Natürlich. Immer Frau Willix sieht doch toll aus. Sie könnte auch Schauspielerin sein. In welcher Rolle könnten Sie sich denn mal Frau Willix vorstellen? Was könnte sie spielen? Das Bond-Girl nicht. Mal James Bond. Doch, das könnte ich mir vorstellen. Ja, in so einer Anwaltsserie, die Fragenweltin, wäre doch schon ganz gut. Warum nicht? Frau Nina, wenn Sie mich schicken würden, was wäre Ihr Urteil? Dass Ihr Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Unsere entzückende Assistentin Nina und unser fantastischer Zimmerfreund.
bei einer Fußgängerzonenbefragung irgendwo in deutscher Sprache. Und es ging unseren heutigen Zimmerfreigast Yvonne Willigs. Wie oft wirst du erkannt? Ganz oft. Ja? Also ja, und zwar immer und überall. Und es ist egal, ob ich eine Pappnase aufhabe, eine Perücke, ob ich eine Brille aufhabe oder nicht. Und dann ist immer die erste Frage: Wie kriege ich was raus? Ist egal, genau wie Götz jetzt. Deswegen war, nein, Christine hat die Frage gestellt. Ich weiß nicht mehr, was gewesen ist, aber es ist wirklich immer das allererste Mal. Und am allerschönsten ist das, wenn ich sonntags morgens ganz früh von Hamburg nach Köln fliegen muss oder sonst irgendetwas und völlig übernächtet im Flieger sitze und dann von so einem Kegelclub bejubelt werde, weil die dann so froh sind, dass sie endlich mal gelernt haben, wie der Rotwallflecken, nämlich Tupfen, nicht Reiben, rausgeht. Und ich mein, bin halt müde dann auch mal. Ne? Du kannst unheimlich stolz drauf sein. Die ganze Nation kennt dich. Ja, anscheinend. Das ist schön, das macht Spaß. Also auch in Norwegen sind wir erkannt worden. Und da haben die Leute auf dem Parkplatz irgendwo in, weiß ich nicht, der nördlichste Campingplatz, den man sich vorstellen kann, erschreckt festgestellt, wenn sie jetzt den Wohnmobilcheck macht, wir haben nur Tütensuppe heute. Aber weißt du, du kannst wenigstens doch dann irgendwie gute, sachkundige Antworten geben. Zu mir sagen, ey, Arzmann, Wahnsinn, spiel mal was auf dem Klavier. Ich sage, ich habe kein Klavier. Ja, ja, und? Ja, spiel doch einfach mal. Ja, und? Ja, also ich habe tatsächlich, habe also auch so festgestellt, ich habe tatsächlich so dieses Kumpel-Image. Also mich sprechen viele Leute an, ich mag das auch gerne. Also ich bin gerne so für sind die... Männer nicht so ein bisschen sanfter dann in deiner, dass sie so... Männer die, sanfter? Ja, dass die sie so ein bisschen ranmachen wollen. Mann, Frau, ranmachen. Also ja, aber... Ich glaube, ich hätte das Prinzip schon verstanden. Ja, ja, also nee, also die Männer sind durchaus auch forsch, sage ich jetzt mal. Mein Mann findet das natürlich dann ganz schrecklich, wenn ich im Mediamarkt dann sofort wieder irgendwelche Kundenbefragungen machen muss. Ja. Aber eigentlich... Aber welcher Mann hat nicht gerne eine umschwärmte Frau? Ja, oder? Du bist im richtigen Leben, sagst du, viel lustiger als im Fernsehen. Warum bist du nicht im Fernsehen? Bist du Also vieles ist ja, was ich mache mit diesen Haushaltschecks und Reportagen, natürlich eine geschnittene Version. Ne? Und wenn ich jetzt gerade... Ist das nicht live? Nein, das glaubt man nicht. Das ist tatsächlich, das wird vorher ja tatsächlich viel und lang gearbeitet. Und die Studiosituation, wo ich die Serverzeit mache... Sieht immer so einfach aus Sieht so einfach aus. Ne? Jedenfalls wird viel rausgeschnitten, wenn ich tatsächlich mal lustig bin. Weil das dann gerade nicht in diese Rolle reinpasst. Es ist schon besser geworden, aber früher war ich ja, als ich noch gecoacht habe, tatsächlich so eine peitschenschwingende Haushaltsdomina. Ja. Die Leute haben ja Angst gehabt. Du, die sind heulend vor mir zusammengebrochen im Film, weil ich denen gesagt habe, ihr habt leider gar kein Geld und ihr müsst alle jetzt irgendwie auswandern. Dann habe ich die in der nächsten Szene getröstet, das wurde aber nicht reingeschnitten. Das ist dann ein bisschen schade. Hatte gerade den Mund voll. Macht Warum nichts. Muss man ohne Geld auswandern? Ja, oder irgendetwas. Irgendetwas anders machen. Das Haus verlassen, das Haus verkaufen. Ach so. Ja. Entschuldigung, ich wollte dir zur Hilfe eilen. Ach so, wegen Mund voll. Dann mach ihn jetzt. Nichtsdestotrotz ist es tatsächlich, da hadere ich immer so ein bisschen mit, als meine Kinder kleiner gewesen sind und das erste Mal eine Sendung von mir gesehen haben, da haben die gesagt, boah, Mama, bist du streng da. Also ich bin tatsächlich teilweise ein bisschen witziger als im Fernsehen und auch ein bisschen freundlicher. Im richtigen Leben bist du keine strenge Mama. Ich bin auf jeden Fall sehr durchsetzungskräftig und ich bin auch auf jeden Fall sehr klar. Also hast du mal Glück gehabt, als ich das erste Mal im Fernsehen von meinem Sohn gesehen wurde, saß ich neben Jürgen Drews. Ja. Und da habe ich dann so gesagt, na guck mal, wer ist da im Fernsehen? Da hat mein Sohn zu mir gesagt, Jürgen Drews. Eine der großen Niederlagen meines Lebens, muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich aber auch toll. Ich hoffe nicht, ihr Lieben, dass mir oder überhaupt einem von uns eine weitere Niederlage ins Haus steht. Aber ab und zu kommt es halt bei Zimmerfrei vor, dass wir ein Spiel spielen müssen, von dem wir nicht wissen, wie es geht. Oh. Weil wir es nicht ersonnen oder eingepuppt haben, sondern weil es uns gebracht wird. Und zwar von einem Mann, den Sie alle kennen, denn Sie haben ihn vor wenigen Augenblicken erst noch in einer Fußgängerzone irgendwo im deutschsprachigen Raum gesehen. Es handelt sich um unseren staatlich geprüften zimmerfreien Notar. Frau Willigs, schön, Sie kennenzulernen. Willst du mit aufstehen? Ich bitte hier aufstellen, Frau Westermann hier vorne, Frau Willigs in der Mitte. In der Mitte? Ja. Herr Alsmann, Frau Westermann, wenn Sie das die Position... Nein, das ist gut. Entschuldigung, ist alles gut. Sie haben einmal gesagt, Sie würden sich wünschen, dass das Schubladendenken in Deutschland abgeschafft würde. Wir sind der Meinung, es kann gar nicht genug Schubladen geben. Ordnung muss sein. Wir haben hier einen Schrank mit 24 Schubladen. In jeweils zwei Fächern sind identische Inhalte. Wir spielen nun ein Schubladen-Memory. Und ganz wichtig ist, zwei Schubladen das dran, also wo die gleichen Bilder Sie dürfen dran das sind. Erst dranhängen, wenn Sie zwei identische Paare gefunden haben. Oder gefunden zu haben glauben. Aha. So.
Und wichtig ist, wir haben für das ganze Spiel nur 3 Minuten Zeit. Oh mein Gott. Ich werde gewinnen. Frau Westermann, bitte beginnen Sie. Müsst du gleich anfangen. Nee, von an, und bitte. Von an. Oh. Ein Megafon? Soll ich wieder zumachen? Ja. Hier gibt es nichts zu sehen. Dann können Sie jetzt das nächste. Wie gesagt, 3 Minuten Zeit. Das ist nur eine Fledermaus. Mein Gott, eine lebendige Fledermaus. Das ist wieder Ärger mit dem Tierschutzverein. Yvonne, so, du bist dran. Ich bin und Frau Willix, bitte. Okay. So. Und zweites Fach vielleicht. Ein Huhn. Ein Gummi. Ja, du, jetzt bist du dran. Bitte zurück auf die Position. Jetzt habe ich das Prinzip endlich verstanden. Ja. Aha. Oh Gott, jetzt hätte ich mir merken müssen, was du aufgemacht hast. Ne? Mann, oh Mann. Ja, süß, Christine, jetzt das ist gut. Natürlich zack, zack. Nicht echt, das Baby. Ich habe nichts gesehen. Aha, das war das. Das hatten wir doch schon, ne? Zumachen. Nein, ich will jetzt sehen, dass ich... Ach, ich bin ein Idiot. Ich will. Frau Willix. So, dünnte. Wie blöd kann man das? Ja. Die Musik ist toll. Sag mal. Butter. Das bin ja ich. Aber wir hatten überhaupt, da ist gar nichts Doppeltes. Das war schon mal, das gibt einen Minuspunkt. Frau Westermann? Hattest du ich das hatte schon das mal? Aufgemacht, ja. Aber das hatte doch schon mal jemand die sind, anders. Die sind alle anders. Die vielleicht nicht an derselben Stelle, ein kleiner Tipp. Ja, ne? Genau. Ich sag, ach, sag ich was doch. Ist das denn für ein Gedächtnisspiel? Die wechseln jetzt ständig. Ach. Nee, warte. Moment. Halt, das war leider gemogelt, das kann ich nicht durchgehen lassen, bitte. Mal. Jetzt konzentrieren Sie sich bitte mal. Ja, ich konzentriere mich. Da das hatten wir doch schon. Ja, das hatten wir schon mal. Sie stehen auf Konfetti, ach, oder? Guck mal jetzt, guck mal bitte. Ah. Jetzt habe ich sie aber einfach gemacht, gut. Na. Ja, jetzt mal. Ja. So. Karte dranhängen. Karte dranhängen, weiter geht's. Boah, Leute, das kann doch gar nicht das sein. Das kann doch nicht so schwer sein. Das war doch die Scheiße. Ich mache jetzt gleich wieder diese Konfettikanone auf, wetten. Es geht nicht darum, einfach möglichst oft zu öffnen, sondern... Der Wackel. Wackeldackel. Ach so. Das, oh, ich erinnere mich. Ah, interessant. Pass auf. Entschuldigung. Ja, hast du das im Kopf noch? Pass auf. Nein, Scheiße! Ha! So, nächstes Fach. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ah. Jetzt kommt Götz wieder. Ja, furchtbar. Kann er gleich zwei machen, wetten? Ja! Ja, Mann! Super! Und weiter geht's. Wie ist denn der Zwischenstand gerade? Oh. Ah, jetzt, Christine. Ich hab ein gutes Gefühl, Ah. Ja! Ja! So, und weiter schon. Jetzt wird es ja immer einfacher für Sie. Ich meine, ich kann jetzt ja mal eine Transferleistung erbringen, wo diese Konfettikanone sein könnte, ne? Hier? Nein. Doch. Erstmal das zweite. Ach so, das andere muss ich jetzt auch noch aufmachen. So. Die haben gewechselt, die Schweine. Die haben nicht gewechselt. Hundertprozentig haben die gewechselt. Bitte gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Wo war der? Hier. Nee, ärgerlich. Thematisch nicht schlecht, aber... Wir suchen identische Fächer. Ich bin so doof bei so was. Bitte gehen Sie weiter, hier gibt es nichts. Juhu! Ja, bravo! So, jetzt aber. So. Ah, Yvonne, das kriegst du hin. Die war doch obere Reihe, obere Reihe. Ja. Ja! Bravo. Ja. So, das Spiel, die 3 Minuten sind leider um. Ja, wir haben einen eindeutigen Sieger, Herr Alsmann. Vielen, vielen Dank. Frau Willix. Wieso? Aber wieso bin ich jetzt? Ah, nee. Natürlich. Hallo. Und schon einen eindeutigen Sieger. Entschuldigung. Bin. Wir haben einen eindeutigen Verlierer und das sind weder Christine noch ich. Ich kann die Farben nicht sehen. Das verstehe ich gut. Dankeschön. Unser Zimmerfreund Luther, meine Damen und Herren. Oh, Jemine. Boah, echt?
du, man kann sich nicht von hier bis gleich... Gar nichts kann ich mir merken, das ist so schlimm. Wirklich, ganz schrecklich. Ich kann auch keine Namen mehr von Kameraleuten, die müsste ich eigentlich alle kennen. Keine Ahnung, ich kann aber gar nichts mehr merken. Aber der stellt sich jetzt nochmal selbst vor, der Kameramann Lutz van der Horst. Okay. Aber wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Lutz van der Horst, bei dir bei der Arbeit. Na. Heute geht es ums Thema Kaffee, denn Yvonne Willigs macht mal wieder den Haushaltscheck. Und da habe ich gedacht, check ich doch mal Yvonne Willigs und frage ihren Kameramann. Du bist der Markus Kecker, richtig? Genau, ja. Ich habe jetzt einfach mal du gesagt, ne? Das kommt klar. Ja. Hm? Yvonne ist ja noch nicht da. Bist du aufgeregt, bevor sie kommt? Weil sie so ein schwieriger Typ ist? So gar nicht, nee. Gar nicht? Nee. Also sie ist eher locker? Sie ist eher locker. Man muss darauf achten, dass man vielleicht, wenn sie gleich reinkommt, ein kleines Kompliment los wird. Dann ist der Tag gerettet. Ehrlich? Ja. Was sind das für Komplimente? Tolle Schuhe heute, die Frisur sitzt, so das Übliche. Kommt es von Herzen, weil es wirklich jetzt gerade so ein bisschen rausgehauen? Nein, das kommt natürlich von Herzen. Ja. Nichtsdestotrotz achten wir darauf, dass wir mal ein bisschen Spaß haben beim Dreh. Und das erzählt dazu, dass vielleicht auch manche Sachen nicht so ernst gemeint sind. Ja, ja. Das heißt, sie glaubt dir das Kompliment auch jedes Mal? Mal so, oder? Ich war mal in einer WDR-Show mit Yvonne Willigs, habe im Gästeraum gesessen, da war so ein Fleck auf dem Teppich. Sie hat die ganze Zeit über diesen Fleck philosophiert. Sie hat da dauernd drauf geguckt, überlegt, wie kriegt man diesen Fleck raus und hörte nicht mehr auf. Es war unfassbar. Lebt sie den Haushaltscheck? Ist ihr ganzes Leben ein Haushaltscheck? Den Eindruck hatte ich zumindest. Sie liebt den Haushaltscheck, glaube ich, ja. Also ja. Sie ist auch wirklich eine von denen, die wirklich immer gut vorbereitet sind, die wirklich auch im Thema sind, die nicht unbedingt die Fragen von einer Autorin hinter der Kamera braucht, sondern die eigene Fragen hat. Und das merkt man, glaube ich, auch. Eben, das ist auch authentisch und das mögen die Leute auch. Und so thematisch eben Farben, es muss alles sortiert werden. Und ich glaube, sie ist die Einzige, die auf ihrem Handy die Apps nach Farben sortiert. Ach, Frauen. So, hallo. Yvonne kommt rein und jetzt pass auf. Kompliment. Schöne Schuhe. Ja, da habe ich doch einige Tricks gelernt, wie man Moderatorinnen geschmeidig macht. Und damit gebe ich zurück ins Studio. Und übrigens, Christine, schöne Schuhe. Lutz von der Horst, der alte Schmeichler. Erkunde das Umfeld unseres heutigen Zimmerfreigastes Yvonne Willigs. Warum, Yvonne, muss man die Apps nach Farben sortieren? Ja, weil das Sinn macht. Wieso? Du guckst dann da drauf und dann ist die erste Seite nur weiß und die zweite Seite nur gelb und die dritte Seite nur rot und das sieht einfach irgendwie ordentlicher aus. Ich brauche so eine optische Ordnung. Ich bin mehr so ein hektischer Typ. Also früher hätten die gesagt, ich hätte ADS, das gab es aber in meiner Kindheit nicht. Und ich habe einfach gelernt, wenn ich die Sachen ein bisschen sortierter habe, komme ich besser klar im Leben. Ja. solche Sachen, ja. Kann es sein, dass ich gar keine App habe? Also ganz ehrlich, ja, das kann sein, ja. Aber nett, mein Kameramann. Das ist doch dieses grüne Ding. Ja, manchmal schon. Also das mit den Bundesliga-Ergebnissen ist grün, das stimmt. Genau. Yvonne. Ja. Die Christine. Komplimente. Das schönste Kompliment, das du deinem Mann gemacht hast. Meinem Mann? So in den letzten 48 Stunden. Dass er in den. Oh, wir sehen uns ja so selten. Was hab ich dir denn erzählt am Telefon? Ich meckere den auch oft zusammen. Das muss man jetzt ehrlich? Auch mal sagen. Ja, echt? Ja. Ja? Mhm. Tü. Nicht Liebling, ich vermisse dich? Nee. Ich bin nicht so der romantische Typ. Da kommt er jetzt auch nicht so drauf klar. Ach. Dann hat dann jeder wieder ein schlechtes Gewissen. Ich müsste dann zu dir kommen und so. Nee, aber ich habe ihm schon letztens ein schönes Kompliment gemacht, dass er einfach mein großer Unterstützer ist. Also er ist einfach derjenige, der total immer hinter mir steht. Ich bin ja so ein bisschen verrückt unterwegs. Und das macht er einfach ganz toll. Das sage ich dem auch ab und zu. Hält er denn, wenn du nicht zu Hause bist, deine Ordnungsprinzipien auch recht? Nein. Was ein Riesenproblem ist, ja. Habe ich letztes Wochenende auch festgestellt, ich bin ja jetzt wirklich ganz viel in der Pendelei. Er führt eine Wochenendehe. Er lebt in Hamburg und du machst hier rum. Genau, er lebt in Hamburg in unserem Haus mit unserem Sohn und ich mache hier rum. Und, interessant. Interessant. Und ich war jetzt irgendwie so gefühlt 5 Jahre, und es sind tatsächlich 5 Jahre, nicht so richtig regelmäßig zu Hause und habe mich jetzt mal, als ich 3 Tage da war, mit Verstand umgeguckt.
Das kann so nicht bleiben. Guckt dein Mann deine Sendungen nicht? Der hört einfach nicht. Der ist so ein Sammler und ich kann nichts wegschmeißen. Wenn ich früher aussortiert habe, dann habe ich da seine 20 Jahre alte Daunenjacke weggeworfen. Hat er genau das gemacht, was alle Männer machen. Er ist in den blauen Sack getaucht, hat die wieder rausgeholt, hat die wieder irgendwo hingehängt. Schrecklich. Also der braucht eine starke Führung, was das angeht. Ja. Der Arme. Du hast einen sehr interessanten Satz gesagt, nämlich, die Mikrowelle ist das meist unterschätzte Gerät im Haushalt. Und wir haben eine und ich benutze nie. Was soll ich damit machen? Wir haben keine, was sollen wir tun? Also wer keine Mikrowelle hat, der braucht keine. Aber wer eine Mikrowelle hat, der sollte die halt nicht unterschätzen. Man kann da viele tolle Sachen mitmachen. Man kann Sachen erwärmen, man kann Sachen auftauen, man kann kochen in der Mikrowelle, man kann backen in der Mikrowelle. Du kannst deine Topflappen bzw. Spülschwämme... Hab ich keine. Du spülst nicht? Doch, aber ich schmeiß das sofort weg, wenn es schmutzig ist. Ja, du könntest aber theoretisch die da auch reinwerfen, ein bisschen anmachen. Also, du musst aufpassen, ist ein bisschen, dass es keine Flammen wirft am Ende. Aber dann sind die jedenfalls keimfrei. Die sind auf jeden Fall keimfrei, das glaube ich gern. Aber meine Damen und Herren, was kann keimfreier sein als unser Zimmerfrei? Das Zimmerfrei! Das Zimmerfrei! Danke! Oh Gott! Jetzt habe ich Angst. Ja. Und ehrlich, ich kann es ein bisschen verstehen. Ja, oder? Was Zimmerfrei Bilder ist, liebe Yvonne, das müssen wir dir eigentlich, glaube ich, nicht erklären. Es ist ein lebendes Bild, das ein Wort darstellt, was es zu erraten gilt. Und es geht los. Und zwar jetzt. Ach, herrlich. Oh. Fleisch. Mann, oh Mann, bin ich froh, dass die Grillsaison vorbei ist. Jetzt kann ich mich erstmal ein bisschen auf die faule Haut legen. Das habe ich mir verdient. Ganz klar, ich mache nichts mehr. Steh nicht mehr auf. Nee, keine Sorge. Oh, oh, lala. Oh, da kracht die Schwarte. Tut das gut. Ja, es müffelt von Zeit zu Zeit ein bisschen, aber ansonsten. Ja, chill ich jetzt hier so ein bisschen rum, ne? Lass es mir so richtig gut gehen und. Na gut, der Gong ist. Darf ich sagen? Ja, natürlich. Ich glaube tatsächlich, dass ich das sofort erraten habe. Es könnte Gammelfleisch sein. Ich raste aus! Fantastisch! Und warum hast du fantastisch? Das ist aber von André Erlen. Im Leben hätte ich das niemals geglaubt. Gott, ich hatte so eine Angst vor den Bildern jetzt, weil ich so doof bin manchmal bei solchen. Also Yvonne, und das, ich begrenze dich mit dem Preis, der dir weiß Gott zusteht, der Zimmerfrei Fanschal, für eine der schnellsten Bilderrätselraterinnen der nunmehr 80-jährigen Zimmerfrei-Geschichte. Yvonne Willis, meine Damen und Herren. Ja, so. Genau, und jetzt kann ich mich entspannen. Ja, es sei auch mal komplett entspannt. Es gibt einen Mann in deinem Leben, den du dann nicht geheiratet hast, aber den hast du kennengelernt, als du so 7, 8, 9 warst. Und der hat in deinem Leben alles verändert. Wer war das? Tja, das wüsste sie selber gerne. Also, was hat der verändert? Das frage ich mich, aber ich weiß, es gab in meiner Jugendzeit jemanden, der hörte auf den wunderschönen Namen Manolito Exposito. Finde ich jetzt super. Wir kommen jetzt auf ein Geheimnis, was ich überhaupt nicht fragen wollte. Ah, das ist jemand anders noch. Aber ach, du große Güte. Natürlich. Du großer Gott, könntest du auch sagen. Ja, großer Gott. Wie kann ich denn da jetzt nicht drauf kommen? Wer war das? Ja, das war das. Und war was hatte er mit Manolito Exposito zu tun? Wir waren in einer Klasse. Also Manolito Exposito und ich waren in einer Klasse und wir waren beide katholisch. Ich war gar nichts. Mit dem Namen war man natürlich katholisch. So, der war feuriger Spanier. Ah. Der ist auch mit dem weißen Anzug zur Kommunion gegangen. Alle anderen hatten einen schwarzen an. Ne? Ja, und so sind sie, die Latinos. Das war toll. Hat euch ja auch Schlangenlederstiefel an. So war's. Und Ohrring. Heiß. Können wir jetzt mal übergehen? So, jetzt kommt so ein bisschen die Westermann-Atmosphäre. Und ganz ohne Witz, ich war nicht getauft. Meine Mutter hat mir gesagt, aber du sollst erst mal sagen, wie der hieß. Albert Markfort. Gut. Und warum? Du erinnerst dich nicht mehr, aber du hast dir den Namen gemerkt. Wie hast du dir den Namen gemerkt? Ich habe mir den ganz einfach gemerkt und ich erinnere mich jetzt natürlich. Ich bin im ersten Schulgottesdienst gewesen und der kam rein, hat sich vorgestellt, sah sehr gut aus und hat gesagt, pass mal auf, hier in Kamp Lindfort ist gerade Kirmes. Und wenn ihr auf einen Autoscooter geht, dann habt ihr eine Mark.
Und wenn ihr fahren wollt, dann ist die Ford. Und so heiße ich, Mark Ford. So, ich endlich. Jetzt können wir nämlich hoch ins Zimmer gehen, damit du weißt, warum wir dieses Zimmer gemacht haben. Ach, oh, Gott sei Dank. Wegen Herrn Mark Ford. Und in der Zwischenzeit singt für Sie Manolito Esposito, meine Damen. Das ist ein Knaller, oder? Oh Gott. Schön, Yvonne. Oh, das ist ja toll. So, und jetzt einsteigen, Freunde. Nichts geht mehr. Ab geht's in die Gerne. Ach, herrlich. Oh, das ist toll. Das muss ich jetzt erstmal abfragen, ja, weil sonst hätte ich ewig hier oben gestanden. Das stimmt. Und dieser tolle Herr Mark Ford, die hat dich an die Kirche angebracht, an den Glauben. Wie hat er das gemacht? Naja, also das ist so ein Menschenfischer gewesen, hätte ich jetzt mal gesagt. Und der hat sofort irgendwie erkannt, dass meine Schwester und ich, wir waren dann beide involviert, sehr offen sind für sich um andere kümmern, engagiert zu sein, begeistert zu sein. Und er hat unser Talent und unser Potenzial ganz, ganz schnell gesehen und die ganze Zeit immer wieder gefördert, mit so einem liebevollen, wertschätzenden Blick. Und dass er war jetzt zufällig in der katholischen Kirche. Hätte auch evangelisch sein können. Jetzt war er aber gerade katholischer Pfarrer. Wie kann man das lernen, das mit dem Glauben? Also ich habe ja lange auch darüber nachgedacht, was ist das denn eigentlich mit diesem Glauben und warum habe ich so einen Glauben und so. Und dann habe ich mir irgendwann, das kann man sich nicht ausdenken. Also man glaubt, ich glaube oder ich kann nicht sagen, ich glaube nicht. Das ist einfach... Das ist in mir angelegt und das musste dann irgendwann geweckt werden. Und das hat er gemacht. Wie nennst du den? Also ich nenne ihn den lieben Gott. Wie nennst du ihn? Ich nenne ihn auch den lieben Gott. Ja? Ja. Wann taucht er in deinem Leben auf? Wann spürst du ihn? Ganz oft. Ich wohne ja hier in Köln in der Nähe vom Kölner Dom und kann die Domspitzen sehen, wenn ich auf den Balkon trete. Ich gehe oft durch den Dom und zünde eine Kerze an. Wenn ich gerade mal ein bisschen denke, so, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll, gehe ich bewusst in den Dom. Also das begleitet mich im Grunde genommen durch jeden Tag. Was passiert dann, wenn du Zweifel hast oder wenn es die großen oder kleinen Katastrophen gibt? Also ich finde, dass diese Liturgie, katholische Liturgie, der Gottesdienst, der gibt mir so eine Halt und Struktur. Das passt dann wieder zu Farbensortieren. Mhm. Ne? Dass ich irgendwie merke, so das kenne ich, da fühle ich mich wohl, da kann ich runterkommen, da kann ich nachdenken. Das gibt mir eine gewisse Sicherheit, in der ich mich dann wieder neu entfalten kann. Das ist ganz schön. Wann in deinem Leben hast du gezweifelt? Wenig. Eigentlich kaum. Im Grunde nie. Also ich bin irgendwie, also man könnte sagen naiv oder auch enervierend gut gelaunt, aber ich bin tatsächlich gesegnet mit einem Grundoptimismus. Ja, es gibt auch schwierige Zeiten, klar, aber im Grunde genommen ist für mich immer, das geht gut. Das geht gut. Ich habe keine große Krise, an die ich mich erinnern kann. Wobei es ja auch leicht ist, an den lieben Gott zu glauben, wenn es einem gut geht. Schwierig ist es, wenn es einem schlecht geht. Ja, oder? Aber es gibt natürlich auch... Nee, ich finde es nämlich gar nicht schwierig, wenn es einem schlecht geht. Also wenn Todeserfahrungen sind, die ich auch ganz viel hatte im Freundeskreis, im Bekanntenkreis. Mein Vater ist früh gestorben. Da finde ich es gerade gut, das Halteseil zu haben und zu wissen, ich bin da nicht allein. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der hadert und sagt, warum ist mir das passiert? Warum muss ich diese Schwierigkeit aushalten? Sondern ich nutze dann eher den Glauben, oh Gott sei Dank ist da noch jemand, der mich führt und leitet und ich muss das alles nicht alleine machen. Hört sich, mir geht es ähnlich wie dir. Ich fühle mich behütet, beschützt, geführt. Also ich bin nicht katholisch, ich habe aber den gleichen lieben Gott wie du. Und ich habe diesen Kinderglauben. Deswegen habe ich jetzt auch nachgefragt, wie ist das bei dir gewachsen? Aber gar nicht, das ist da oder nicht? Ne? Das ist da oder nicht. Und ich habe dann damals, als ich so Anfang 20 war, ein theologisches Grundseminar gemacht. Das war dann in der Bildungsstätte, weil ich so ein bisschen näher erforschen wollte, was ist das denn eigentlich, eben dieser Kinderglaube. Da muss man sich ja irgendwann mal vorm Verabschieden, hatte ich so geglaubt und gedacht. Und habe das dann versucht, auf wissenschaftlichere Füße zu stellen. Aber im Grunde wieder festgestellt, das ist angelegt in mir. Das ist ein Geschenk. Ich nehme das einfach als Geschenk und finde auch nicht alles toll, was in der katholischen Kirche passiert. Natürlich nicht, bin da sehr kritisch, aber konnte damals in meiner Jugendarbeit eben auch die ganze Kritik gut anbringen und bin da immer wertgeschätzt worden. Also ich glaube schon, dass der liebe Gott das sehr, sehr gut mit dir meint, weil er hat dir praktisch über die Kirche
deinen Ehemann geschenkt. Ja, ja. Das ist da kommen wir nachher noch, da wird noch die schöne Geschichte erzählt, wie, wie du ihm schmachtend hinterhergeschaut hast. Du hast mal... Er dir? Ja. Das durfte er doch gar nicht, aber durfte er das? War er nicht? Ja, halt durfte er gerade schon. Und du hast zurückgeschmachtet? Ich habe zurückgeschmachtet, klar, genau. Der war voll heiß damals. Das damals hätte ich jetzt auch weglassen können, oder? Damals wie heute. Bisschen später, Willix, oder? Bisschen spät. Du hast diesen wunderbaren Satz gesagt, ich habe in der Kirche alles gemacht außer Sex. Das stimmt. Ja? Ich habe wirklich alles erlebt da in der Kirche. Ich bin da getauft worden, zur Erstkommunion gegangen. Meine Eltern haben da geheiratet. Ich war Messdienerin, erste Messdienerin mit meiner Schwester zusammen in Camp Lindford. Ich habe in der Kirche geheiratet. Meine Kinder sind da getauft worden. Ich habe mich in meinen Mann verliebt. Hast du den mal irgendwie in der Kirche geknutscht? Wenigstens? Aber vor dem Kirchplatz, wie verrückt. Ja. Meine Mutter hat dann immer gesagt, Yvonne, das geht so nicht. Das müsst ihr sein lassen. Nee, in der Kirche nicht. Ja, schön. Und dann gehen wir mal zu deinem Mann zurück. Mal gucken. Ja, sehr gerne. Der Arme. Oh, wie schön mit dem Autoscooter. Da freue ich mich drüber. Tja, ihr beiden, das war ja wirklich hochinteressant. Aber während ihr beide euch da oben lustig unterhalten habt, habe ich hier mit meiner eigenen Hände, aber im Schweiße meines Angesichts, eine kleine Versuchsanordnung aufgebaut. Wir alle kennen ja dieses Spiel, dass man so vorrückt bei so Würfelspielen. Wenn man eine Frage richtig beantwortet, darf man vortreten oder nicht. Und wir werden jetzt jeder so eine Pferderennbahn in Besitz nehmen. Das ist die von Christine. Das ist deine, dies ist meine. Und wir brauchen jemanden, der uns jetzt diese entsprechenden Galoppfragen stellt. Und das ist ein international anerkannter Sportjournalist, gerade für Pferdesport, Hans-Heinrich Eisenfuß. Und da ist er schon. Ja, meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend. Ja, treten Sie näher, kommen Sie her, vergessen Sie das Riesenrad, vergessen Sie den Autoscooter, die Achterbahn. Hier das Pferderennen, spektakulär, der große Preis von Bocklemünd heute hier auf den Pferden, Yvonne Willix, Christine Westermann und Götz Alsmann. Ich werde eine Frage stellen. Bei richtiger Antwort können Sie ein Feld vorgehen. Und wir fangen sofort an. Die Pferde sind in den Startboxen und los geht es. Wo findet die größte Kirmes am Rhein statt? Düsseldorf, ein zweiter bitte, Frau Westermann. In welcher Stadt gibt es die Libori-Kirmes? Paderborn! Paderborn, ein zweiter. Was ist größer, die Wiesen oder die Vasen? Die Wiesen! Die Wiesen, alle ein zweiter vor. Wo geht man auf den Wiesen? Wieso gehst du weiter vor, Christine? Nein, wohin geht man auf den Wiesen, wenn einem schlecht wird? Kotzen! Zum Kotzüge, genau, alle einen vor. Wie viele Buchstaben hat das Wort Bier? Was? Bier! Bier, jawohl. Wie viele Buchstaben hat das Wort Bierkasten? Alle! Neun, zurück, 10. Wo steht die höchste Achterbahn der Welt, meine Damen und Herren? In Düsseldorf. Nein, in den USA. Das war falsch. Die größte mobile Achterbahn hat wie viele Loopings? 38. Nein, 5. Wie viele Buchstaben hat das Wort Achterbahn? Also, 10. 10, jawohl, 10. Ein zweiter. Gehst du zurück? Wie lautet... Gehst du zurück? Wie lautet der lateinische Name für Pferd? Equus, jawohl, eins vor. Nein, das heißt welches nicht. Teil aus der Küche reimt sich auf Pferd? Pferd, jawohl, ein zweiter. Welche Stadt eroberte das trojanische Pferd? Troja! Jawohl, jetzt wird spannend, ein Endspurt. Wie viele Erwachsene passen in einen Autoscooter? 500! Jawohl! 500.000! Ja, mein Sieger! Spektakuläres Finish! Und wir danken Thomas und Desitori in seiner Parade oder als Hans-Heinrich Eisenfuß. Gestern noch Schiffsschaukelbremser, heute schon Pferdesportexperte. Unser ich habe mir gedacht, als ich mit diesem Kostüm gespielt habe, wenn das mal immer so einfach wäre. Unser Kollege Lutz van der Horst. Ja, das war das nicht gemeint. Mann. Unser Kollege Horst van der Lutz. War da, wo Yvonne geboren ist oder herkommt, in der Nähe der Autobahn. In der Nähe der Autobahn.
Ich bin hier im wunderschönen Camp Lindford, der Stadt, die man nur aus den Verkehrsnachrichten kennt. Aber eine große Persönlichkeit hat die Stadt hervorgebracht, Yvonne Willicks. Und das hier ist das ganze Yvonne Willicks-Universum. Und darüber spreche ich jetzt mit der Mutter, der Dagmar, hallo, der Schwester, der Katja und dem Pastoralreferent Herr Niedzwitz. Schönen guten Tag. Was hat's auf sich? Warum ist das hier das ganze Universum? Ja, also hier vorne seht ihr ja die Kirche, die St. Marienkirche, die jetzt ein Kindergarten ist. Früher haben wir da, hat sich da das Leben abgespielt, der Kirchturm. Und hier seht ihr auch so einen kleinen Vorsatz. Da konnte man früher unter den Glocken küssen. Hat sie auch? Das hat sie auch gemacht. Oft oder nur mit einem? Mit einem. Mit einem ganz besonders. Mhm. Und wenn ihr weiter da vorne hinschaut, ist da der alte Kindergarten. Ja. Da gibt es eine Teestube drunter. Das war unser Jugendtreff. Auch dort hat sich eine Menge Leben abgespielt. Und es gibt noch weitere Häuser. Es ist ganz wie ein Dorf hier. Und es gab viele kurze Wege. Und es war eine richtig, richtig tolle Zeit. Okay. Und die Mutter hat auch ein Foto mitgebracht, wie sie damals aussah. Man kann sie ganz gut schon erkennen. Ich war so 11 Jahre alt. Okay. Ja, mit der Brille und so. Ne? Ja. Und was war sie so für ein Typ als Kind? Ja, sie war hat sehr viel gelesen. Erstmal musste ich ihr ganz viel vorlesen und dann, als sie selber dann lesen konnte, hat sie dann querbeet alles gelesen. Und Hanni und Nanni waren ihre Lieblingsbücher, die hat sie also zigmal nacheinander gelesen. Und ganz wichtig für sie war dabei, dass sie immer ihre Granny Smith-Äpfel essen konnte. Das sind doch die sauren, oder? Diese... Aber die waren damals noch leckerer als heute. Also die schmeckten wirklich gut. Dann hat die Granny Smith-Äpfel gegessen, die waren aber schon portioniert. Also mehr als 3 am Tag hat sie nicht gekriegt, weil die waren ja teuer, wir waren ja nicht so reich. Und aber die Apfelkitsche, die hat sie dann immer auf ihren Bettkasten entsorgt. Ja. Ah, die Superhausfrau hat die Apfelkitsche auf dem Bettkasten entsorgt. Superhausfrau geboren. Ne? Ja. Superhausfrau waren Sie dann offensichtlich? Nee, auch nicht wirklich. Ach so. Dann blieben die einfach liegen, die Apfelkitsche? Das habe ich dann schon gemacht, aufgeräumt, aber so Superhausfrau, das war auch nie mein Anspruch. Okay. 1, 2, 3. Ich bin der Kaiser im ganzen Land, das ist euch allen wohl bekannt. Fantastisch. Was hat's mit diesem Superhit auf sich? Ja, also Niedzwitz. Kaiser Augustus, das war ein Krippenspiel. Kaiser Augustus musste ja besetzt werden. Ja. Und diese Rolle hat Yvonne übernommen. Yvonne war ganz schön mutig und hat sich genau in diese Rolle des Kaisers begeben. Das, was ich sage, müsst ihr tun, dürft nicht rasten, dürft nicht ruhen, heißt es in einer nächsten Natürlich. Strophe. Wie es bis heute auch geblieben ist mit der Yvonne, fantastisch. Also, sie war ziemlich tough, aber es gibt auch eine romantische Geschichte, die es mit dem Klavier hier auf sich hat. Wer möchte erzählen von den Damen? Katja. Katja. Ja, sehr gerne. Okay. Auf deinem Platz saß früher ein anderer Herr. Und zwar gab es hier immer einen Chor und der hat uns begleitet mit dem Klavier. Das war ein Organist, der kam zu unseren Chorproben und er spielte, sagte kein Wort, gab nur die Einsätze und ging. Und wenn er ging, sah man einen besonders schmachtenden Blick von Yvonne ihm hinterher. Und es entwickelte sich weiter, dass wir halt auch einen Jugendchor hatten und Markus Willig, so hieß der Mann, diesen Chor weiter begleitete und sich da eine große Love Story rausbildete. Und das ist ihr Mann? Das und das ist eine wunderschöne Geschichte, fast so romantisch wie zwischen Götz und Christine. Und damit gebe ich zurück. Und nochmal, 1, 2, 3. Ich bin der Kaiser im ganzen Land. Das ist euch allen wohl bekannt. Ja, da, da, da. Lutz von der Horst. Fraglos einer der ganz großen Interviewer unserer Zeit. Fraglos einer der lausigsten Klavierspieler, die ich je in meinem Leben gehört habe. Yvonne, was ist das Schöne an Camp Lindford? Camp Lindford ist für mich einfach, ich bin ja in einer Bergarbeitersiedlung groß geworden und dieses Kumpeltun, ich verlasse mich auf dich. Mhm. Du bist zwar total doof gewesen jetzt gerade, aber wir müssen uns ja irgendwie aufeinander verlassen, hat sich durch das gesamte Alltagsleben gezogen und das hat mich auch geprägt und das ist heute auch immer noch so. Mhm. Weil unter Tage ist es total wichtig, dass man Animositäten beiseite räumt, weil das lebensgefährlich sein könnte. Und das hat sich halt in dieser ganzen Siedlung durchgezogen. Und wir sind da in der Altsiedlung schon so ein besonderes Völkchen. Also ja. Unser Wort zählt und ist heute so wie gestern. Und das ist mit meiner Tante, mit meiner Onkel, mit meinem Onkel, mit allen, die da sind, mit meiner Mutter und so weiter, auch immer noch so. Auch wenn man sich öfter nicht sieht. Was hast du denn für einen Mädchennamen? Korosek. Korosek, das ist ja so ein ganz alter Bergarbeiter. Das ist ein richtig alter ungarischer Bergarbeiter-Adel. Ja. Ja, Yvonne Korosek war es damals. Du hast gesagt, als du nach Hamburg gezogen bist, dein Mann arbeitet in Hamburg und du pendelst jetzt immer. Das war ein Riesenumbruch für dich. Mhm. Das war fast umbrüchiger als eine Geburt. Als alles. Also der Umzug vom Niederrhein nach Hamburg, ich war sehr jung, ich dachte, ich mache das einfach mal, kam dann hin, ich spreche schnell, in Hamburg spricht man langsam, keiner hat mit mir geredet. Ich hatte
10 Jahre lang so ein schlimmes Heimweh, weil ich 10 Jahre in den gleichen Supermarkt gegangen bin und mich kannte keiner. Hier in Köln gehst du zweimal in einen und dann weißt du von der Kassiererin, wo die ihre Nägel machen lässt. Ich habe ihr erzählt, wo ich meine Brille gekauft habe. Also man kommt viel schneller in Smalltalk. Es war ganz schwer für mich. Ja, vielleicht hast du nicht genug geraucht und Schnupftabak geschnupft. Ich bin irgendwie für die Hamburger, für viele Hamburger so was wie eine Grundüberforderung gewesen. Ja. Hatte ich so. Aber ich habe eine ganz andere Frage. Ja, bitte. Du hast uns gerade die Freude gemacht, uns durch ein Jugendfoto durch diesen Film anzulächeln. In welchem Alter hast du angefangen, Brille zu tragen? Das war so ungefähr in der zweiten Klasse. Also mit 7 ungefähr. Ja, so mit 7. Und ich habe dann alle halbe Jahre wurden meine Augen schlechter. Und ich habe jetzt tatsächlich Kontaktlinsen dahinter, weil ich minus 10 Dioptrien habe. Sonst hättest du Cola-Flaschenböden. Sonst hätte ich Cola-Flaschenböden, ja. Mein Gesicht wäre so verzerrt. Hast du die als Kind gehabt? Haben sie dich nicht gehänselt? Ja, du weißt, das prallt ja ab. An mir. Ja, das stimmt. Also, das, sorry. Das ist so super. Ja. Mir tun immer Kinder mit Brillen leid. Warum aber jetzt, denn? Ja, du nicht. Aber das war damals echt schlimm. Hast du die Brille da gesehen? Ich hatte mit 12 eine Brille, mein Bruder, glaube ich, mit 4 oder 5 oder was. Ja, das war eben so. Aber hat natürlich von vorne gemerkt, was für intellektuelle Anlagen nein, da haben. Nein, ich meine nur, dass ich denke, dass man gehänselt wird. Beim Turnen fällt das Ding mal runter, man tritt drauf und so. Beim Turnen bin ich nicht weiter hervorgetreten. Aber mein Bruder hatte so eine, weißt du, wo so ein Auge so zu war. Kannst du mir das hatte ich auch eine Zeit lang, so nein, ein schwarzes ist nicht wahr. Ding. Und damals waren die Pflaster noch so, wenn du es abgezogen hast, hattest du gleich keine Augenbrauen mehr. Bei ihm waren die Pflaster direkt an den Gläsern. Hättet ihr mir leid getan, wenn ich euch gesagt hätte. Das war auch nicht einfach, weil es gab ja auch keine schönen Kinderbrillen. Heute gibt es ja alles mögliche. War dein Mann damals auch schon bebrillt, als du ihn kennenlernst? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Überleg doch mal kurz, das ist entscheidend für meine nächste Frage. Der hatte auch immer schon eine Brille. Ja, weil nämlich, ich weiß, wie das ist, wenn man als Teenager versucht, eine Freundin mit Brille zu küssen und beide haben eine Brille auf. Also das muss man erst mal lernen. Ja, wir haben ganz schnell, wir haben ganz schnell so gemacht. Ehrlich? Oh, nee, lange gedauert. Nimm du auch mal ab, damit ich die Bewegung noch mal sehe. Nicht angenehm. Seht ihr euch jetzt? Nee, ich habe ja Kontaktlinsen an. Aber das ist eigentlich der Blick, der kurz sich. Ich höre nur der Stimme, wo sie sitzt, muss ich ehrlich sagen. Dieser Nebel. Und das dezente Blüschen von dir, das hilft auch, um sich zu orientieren. Ist schön, oder? Ja, sehr, sehr schön. Darf ich wieder aufsetzen? Ja, bitte. Schläfst du mit Brille? Ich habe ja schon von vielen perversen Sexvariationen gehört. Nee, ne? Wie genau soll das gehen? Nein, nicht ob du mit jemandem mit Brille schläfst. Nein. Ach so, ich dachte, dass die Brille ein Sextoy für mich wäre. Nein, ich, so. Nein, ich meine, nein, ich schlafe schon mal ein mit Brille. Also ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich bin ja sehr viel auch in Hotels und manchmal dann macht man noch Spätnachrichten an, schläft aber ein, bevor überhaupt jemand gesagt hat, der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes hat neulich, du bist schon weg. So. Und irgendwann wachst du auf und hast das Licht an. Und ich habe einen Freund, der ist Franzose, wir schreiben uns immer auf Englisch und der hat dasselbe Problem, ist derselben Branche tätig. Und manchmal kriege ich nachts um 5 eine SMS von ihm und da steht dann drauf, I woke up with the lights on. Ja? Weil wir mit der Brille und Fernsehen gucken und schlafen dabei ein. Gott ist schön ausgewichen, du hast anders gefragt. Ne? Also wenn man jetzt zusammen, also nimmt man eigentlich die Brille ab. Hätte ich so nämlich. Das war, glaube ich, wollte die Frage. Ich wollte wissen, wenn du nachts neben deiner Frau wach wirst, weißt du, wo du bist? Oben oder unten ist die Frage. Achtung, pass auf. Klar, hier, Vorsicht. Vermietest du, ist ja einfach, ich orientiere mich an meinem Tastsinn. Naja, apropos also, Tastsinn, hallo. Oh, nein. Hallöchen. Oh, wir kennen uns. Hallo. Die Putzuschi. Du bist der Einzige, der mich so nennt. Ja. Hallo, mein Lieber. Hallöchen. Oh. Wieso ist er der Einzige? Ja, ich darf sie Putzuschi nennen. Ist der Einzige. Es hat ja was Despektierliches, wenn jemand Putzuschi zu mir sagt, ne? Weil da ja schon sehr viel Fachkompetenz dahinter steckt. Ja. Entschuldigung. Sie ist so kompetent. Ich wollte mich nochmal bei dir bedanken. Du hast mir damals diesen wunderbaren Flohpuder empfohlen. Und seitdem haben alle meine Flöhe ganz weiche Popos. Ist es so? Für irgendwas ist es ja immer gut. Ja, für irgendwas ist es gut. Oh, ja. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Womit kann ich dir denn heute helfen? Ja, pass auf. Ja, das war die Frage, ob du mir hilfst oder ich dir. Ich habe nämlich jemanden mitgebracht, auch so eine Art Wiederbegegnung. Okay. Also der mag das auch nicht, da wo er lebt. Eigentlich fühlt er sich nirgendwo wohl. Es ist nämlich der Jammerlappen. Oh, ach, Jammerlappen. Ja. Hallo. Mann, das tut mir so leid. Ja.
Du bist aber auch nicht achtfach gefaltet. Man könnte dich, ganz ehrlich, man könnte dich viel besser nutzen, wenn man dich einfach vernünftig falten würde. Und dann hättest du ganz anders die Mundwinkel, weil wenn du einen Lappen achtfach faltest, dann wischst du mit der einen Seite. Und dann das würde ich ja gerne mal sehen. Können wir, zeig es doch noch mal. Du kannst ja so einen Lappen... Vorsichtig! Pass auf. Nicht an die empfindliche Stelle. Aber was kann ich noch für dich tun? Glauben Sie, mein Leben wird besser, wenn Sie mich achtmal falten? Ja, ich glaube tatsächlich, dass dein Leben dann viel, viel besser wäre. Das ist echt so ein von fast allen Lappen das Jammerlappen-Dasein. Das weiß kaum jemand. Haben Sie das selber schon mal ausprobiert? Ich habe das ausprobiert, es funktioniert hervorragend. Sie haben sich achtmal gefaltet? Von A nach B nach C nach D. Was ist der achte Buchstabe des Alphabets? Ich komme irgendwie inhaltlich nicht mit. Bis Y. Sagen Sie, schnüffeln Sie heimlich am Haushaltsreiniger oder was reden Sie? Das mache ich zum Beispiel nicht. Ich benutze ja kaum Reiniger und ich muss dir sagen, ich wundere mich nicht, dass du so jammerlappig bist, weil ich habe nur Mikrofaser und du bist noch so old-fashioned. Da kommt's noch dazu. Jetzt bin ich auch noch bald arbeitslos. Das ist echt so ein bisschen schlimm. Aber so ein richtiger, was geht denn über so einen richtigen Aufnehmer? Das ist doch herrlich. Über so einen richtigen Aufnehmer, so ein Feudel, wie man in Hamburg sagt. So ein Feudel. Du hast können Sie mal so meine Zipfel loslassen? Ich hab sie ja auch nicht dauernd an. Ein Breitwischgerät, aber da machen wir ein andermal. Das ist sonst zu viel. Aber du tust mir echt ein bisschen leid. Aber was das Schöne ist bei dir, ne? Wenn man dich einmal ordentlich durchgekocht hat, dann kann man. Da wird es dir besser gehen. Ja. Es wird dir besser gehen, ich schwöre. Du musst keine Angst haben. Das tut nur ganz am Anfang weh. Du brauchst keine Sorgen zu haben. Entschuldigen Sie, ich habe gehört, dass Sie keine Waschlappen zu Hause haben. Nein, Sie können mit, Sie müssen auch gar nichts machen. Kochen Sie denn selbst? Nee, ich schmeiß die alle weg, aber du darfst... Oh, dann komm wieder zurück. Komm, ich regeneriere nicht, Die schmeißt mich weg und die will mich kochen. Du funktionierst ich schmeiß mich auch weg, Leute, du funktionierst ehrlich. Auch in der Mikrowelle wieder optimal. Da kann man dich auch regenerieren. Einfach rein, 2 Minuten und auf Stufe höchst und dann bist du wieder wie neu. So, jetzt kein Problem. Sag mal was. Hund. Hund? Ich glaube, wir lösen das Problem auf eine ganz andere Art und Weise. Yvonne, ich hau mich mal wieder weg und wir sehen uns nachher noch. Uns noch mal. Ja klar, ich hoffe doch. Schön. Klar, du musst mir noch erzählen, wie ich die Zecken rauskriege. Los. Meine Damen und Herren, natürlich war das Martin Reinl in seiner Paraderolle als Vivaldi und der Jammerlapp. Wollen wir uns mal da hinten hin verfügen, Kinders? Ich muss alle meine Gläser mitnehmen. Das sind eine herrliche Geschichte aus deiner Jugend, als man dir einen Fahrradhelm verpasst hat. Und du gehörst zur Generation Fahrradhelm. Ja, definitiv. Da hast du sofort den Kopf behelmt. Ja. Und bist dann mit diesem Helm vor die Wand gelaufen, um zu überprüfen. Oder wie ihr jungen Leute sagt, um zu checken. Ne? Wenn ihr Checker seid. Ob das auch geht. Ob das auch wirklich checkt. Und wir wollen jetzt was ganz Ähnliches machen, denn wir werden uns jetzt mit Hilfe von diesen Fahrradhelmen werden wir uns darum bemühen, ob es möglich ist, mit ihnen eine Nuss zu knacken. Ja, hätte ich gesagt, auf jeden Fall. Und das wäre jetzt zu einfach. Einfach so knack, 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 knack. Das interessiert keinen Menschen. Und deshalb machen wir das mit Hilfe von Mathematikaufgaben. Da ich aber in Mathematik... Oh nein, ihr seid so fies. Oh ja, eben, genau deshalb. Und weil ich nicht fies sein will, macht das für uns eine ganz besondere Mathematik-VV, die Einzelheiten dieses Spiels erklären wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Kopfnussspiel wird uns präsentiert von unserer Oberstudienrektorin Fräulein Dr. Doris. Ja, ich bin hier, weil es um Kopfarbeit geht. Mathematisches Nüsse knacken. Mathematisches Nüsse knacken. Jawohl. Ich stelle eine Rechenaufgabe. Ausrechnen im Kopf, für sich behalten, jetzt aufgepasst. Diese Zahl ist die Anzahl der Nüsse, die Sie mit dem Kopf knacken müssen. Alle. Verstanden? Also eine oder vier oder acht. Ja, je nachdem, was so rauskommt. Ja, ich hab's verstanden. Ja? Gut. Los geht's. 10 minus 8 plus 9 minus 9. Ist
2, oder? Aua! Aha. Aua! So. Herr Eichmann, oh. War der Erste. Herr Kinders! 2 hätte ich gesagt. Ja. 2, korrekt. Die erste Runde geht an Herrn Eichmann. Ja, aber Entschuldigung, also die halbe Runde geht aber auch an mich. Ja, an mich auch. Ich hatte immerhin die Aufgabe richtig. Ich hab's auch richtig. Ja, halber Punkt. So. Okay. Oh. Gibt's neue Nüsse? Neue Nüsse, wenn das neue mal so Nüsse. Einfach wäre. Ja. Ich hab ja gleich hier irgendwie... Tut weh, ne? Ja, ein bisschen weh tut schon. Herr Eichmann. Herr Dr. Doris. Christine hat 11 Königsberger Klopse zu Zimmerfrei mitgebracht. Ich erinnere mich gut. 5 davon mopst sich Götz schon heimlich vor der Sendung. Stimmt. Legt aber 4 wieder zurück in den Topf. Als Yvonne ihn erwischt, in der Sendung ist er dann 5 weitere und Yvonne nimmt sich 4. 5-1. Ey, wenn ich das nicht gewonnen habe, ne? Guck mal, aber nur mit deiner Hilfe. Ja. Ein Punkt an Frau Willis. Ich kann mich nämlich gut konzentrieren, wenn ich jawohl. Will. Jawohl. Sehr schön. Es geht weiter. 11 plus 5 16. Minus 13 3. Plus 1. 4. Es ist schon vorbei. Es ist alles vorbei. Alles wird gut. Es ist vorbei. Alles wird gut. Sehr gut. Vorbildlich. Eintrag ins Klassenbuch. Vorbildlich. Wir bedanken uns bei unserer strengen Pädagogin, unserer Oberschülerin Fräulein Dr. Doris Leder. Vielen, vielen Dank, meine Herren. Meine Güte. Ich war ja Klassenbuchverwalterin. Wenn da was drin stand, dann hatte ich schon Methoden, wie man das nicht mehr gesehen hat. Du warst Klassenbuchverwalterin? Mhm. Ehrlich, sowas Tolles warst du? Ja, das gab's. Ich war nicht seriös genug. Du warst nicht seriös genug. Nein. Ich konnte auch immer ein bisschen mehr so tun. Aber ich möchte jetzt mal ganz kurz sagen, in die Kamera, ich habe das Bilderrätsel gelöst und ich habe das Rechenspiel gewonnen. Oder? Jetzt möchte ich nur noch wissen, was eine Motivtorte ist. Oh, eine Motivtorte ist was besonders Schönes. Wenn man Langeweile hat, wie ich auch mal hatte, dann fängt man an, Torten zu backen. Und die überdeckt man dann mit so einem Zuckergussfondant. Das ist eine Zuckerdecke und dann kann man da ganz viele tolle Figuren drauf machen. Das ist dann schön weiß, kommt aus Amerika. Dann kann man zum Beispiel Röschen bilden. Stell dir vor, du müsst für Kamp Lindfort eine Motivtorte machen. Ja, Kamp Lindfort hat die Landesgartenschau. Da würden für 2020 gewonnen den Zuschlag gekriegt. Das ist schon bald. Und dann würde ich ganz viele Blumen da drauf machen, natürlich. Ja, schön. Ja. Eine Zimmerfrei-Motivtorte, wie sehen die aus? Die Zimmerfrei-Motivtorte, da würde ich natürlich eure Konterfeis, sage ich mal, so kreieren. Verewigen, als modellieren und so aber weiter. Aber zum Essen zu schade, oder? Nee, eigentlich nicht zu süß. Das kann man nicht essen. Das sieht einfach nur schön aus. Man muss dann gucken, dass der Kuchen darunter lecker ist, weil dieses ganze Zuckerzeug ist dann wird das Motiv, kann man so abheben quasi? Mit das einem, so wie abheben. Heißt diese Dinger noch, mit denen man so Torten... Palette. Nee, da gibt es doch so einen anderen... Tortenschieber. So keine Ahnung. Kann man das so wegmachen? Halt. Da gibt es einen Fachbegriff, der mir gerade nicht einfällt. Ärgerlich. Bei mir fällt so, auch und nicht dann, und dann kann man das konservieren auch irgendwie? Kann man das so in Kunstharze eingießen? Mal, oder kannst alles, du kannst das alles ich das interessant, endlich mal jemand, mit dem ich über sowas unterhalten kann. Ja, das ist echt über diese ganze... Doch, kannst du natürlich. Ich würde mich gerne über Backen unterhalten. Ich kann sehr, sehr gut kochen, aber ich kann nicht backen. Aber warum denn? Wie kommt das denn? Backen? Weil ich guckst du nicht die Sendungen von Yvonne? Weil immer der Teig an dieser Rolle hängen bleibt. Ja, der Mehl dran. Das machen wir mal, unter uns aus, Christine. Der einzige Grund, warum Yvonne Willix ist kannst in Hamburg. Kannst du auch Salzburger nockern? Alles. Ich kann ja alles. Das ist ja das Coole. Ich kann tatsächlich auch Salzburger nockern. Ich liebe Salzburger nockern. Ist toll, ne? Und die verlassen den Körper nie Salzburger wieder. Salzburger nockern. Nee, nee. Die bleiben hier. Das siehst du ja. Guck Salzburger mich an. Nockern, Salzburger nockern. Süß wie die Liebe und zart wie ein Kuss. Ach, ein herrliches Lied. So, der einzige Grund, warum sich Yvonne, also nein, es gibt 2 Gründe. Der erste ist ihr Mann. Also Grund 1 bis 10 ist ihr Mann, warum sie sich wohlfühlt in Hamburg. Und der zweite ist die tolle Nachbarin. Ja. Und dass sie toll ist, das sehen wir jetzt, weil sie sagt auch tolle Sachen über dich. Bitte schön. Hallo Yvonne, gleich stehe ich unter unserem Carport. Hier, wo wir uns getroffen haben, wenn wir mal atmen mussten, etwas zur Ruhe zu kommen. Hier haben wir die Kinder geschaukelt
und haben geplant, in unserem Garten Riesenburgen und Piratenschiffe mit voller Takelage aufzubauen. Du hast mir erklärt, wie Bodenwischsysteme funktionieren und hast die nächsten Plastikdosenpartys geplant. Du hast immer die schönsten Torten gehabt und die meisten Kochbücher. Wir waren ja total auf dem Biotrip, haben unsere Dinkelbrote selber gebacken. Wenn du mal Gäste hattest, dann durften sie in unseren Gästebetten schlafen. Und wenn ich mal Gäste hatte, dann hast du mir deine ganzen Stühle ausgeliehen. Irgendwann hast du es zwischendurch geschafft, Hauswirtschaftsmeisterin zu werden. Und heute weiß ich, dass du da bist, wenn du singst und Markus Klavier spielt. Und dann freue ich mich, dass du meine Nachbarin bist. Oh, wie schön! Das wäre nicht gegangen. Das wäre nicht gegangen in der Nachbarschaft mit drei Kindern. Und in Hamburg und ohne Eltern. Ist sie denn Hamburgerin? Sie ist Hamburgerin. Das sind die Hamburger doch ganz nicht okay. Nicht alle Hamburger sind so wie die anderen. Nein, also wenn wir unsere Nachbarschaft nicht gehabt hätten. Ganz ehrlich, ich liebe Hamburg. Ich liebe Hamburg. Hamburg ich habe immer meine volles Haus und ich sage, mein Hamburger Publikum, das ist so toll. Hamburg, Hamburg, Pop Hamburg. Wenn ich nicht in, wo wohne ich, in Köln wohne. Du bist mein Zuhause, du Hamburg bist mein Leben. Tschüss. Ja. Hummel mit Mors, Humor. Mors. Gut. Hamburger Dern. Oh, Hamburger Dern. Ich hab morgen in Hamburg ein Fernwasser sehen. Du mein Hode. Auf St. Pauli spielt der Johnny Montamonica. Also Hamburg. Ich Hamburg. Finde Hamburg super. Hamburg ist und wenn toll. Ich nächstes Jahr dann ein Gastspiel habe, ich will euch alle sehen, Hamburger. Egal, was die Welt sagt. Ihr kommt. Ich zähle auf euch. Und jetzt kommt mal Musik. So, Yvonne möchte uns mit ihrem Gesang erfreuen. Und ich muss sagen, ich freue mich schon den ganzen Tag darauf. Ist es so? Ich bin heute Morgen aufgestanden und gedacht, heute Abend singt Yvonne du für mich doch. Eines der schönsten Liebeslieder aus dem Repertoire des großen Nat King Cole, When I Fall in Love. Aber du machst ein gutes Vorspiel, ne? Und dann musst ja, du... Ja, dafür bin ich bekannt. Das ist wichtig, Götz. Und du musst mich dann nachher so angucken, dass ich weiß, wann ich loslegen muss, weißt du? Fall in love, it will be forever. Oh, I never fall in love. In a restless world like this is, love is ended before it began, and too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the will be completely, or I never give my heart. And the moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love with you. Meine Damen und Herren.
Entschuldigung.